Punktgewinn in der zweiten Hockey-Bundesliga für die Damen vom TC Blau-Weiß. In einem hart umkämpften Spiel gegen den Nürnberger HTC konnte Blau-Weiß einen wichtigen Punkt ergattern und somit den 7. Platz sichern. Ja, natürlich sehr wichtig. Im Moment zählt jeder einzelne Punkt. Auch fürs Selbstvertrauen, dass wir eben auch gegen Gegner in dieser oberen Gruppe mitspielen können und ja, Punkte holen können. Das Spiel ging sofort hektisch los und die Gäste hatten die Nase etwas vorn. Doch Blau-Weiß hielt mutig dagegen. Direkt im ersten Viertel konnte Svenja Liebig das überraschende 1:0 erzielen. Doch im zweiten Viertel glichen die Nürnbergerinnen sofort wieder aus. Das Spiel blieb lange offen, da beide Seiten noch mehrere gute Chancen verzeichnen konnten. Zum Schluss war Blau-Weiß jedoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber wir hatten ja das nötige Glück auf unserer Seite. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass Nürnberg hier echt ein starker Gegner war. Bei den Herren war die Freude noch etwas größer. Sie besiegten den Berliner SC im Derby mit 2:0 und rutschten somit in der Tabelle der zweiten Bundesliga auf den 8. Platz. Für Blau-Weiß war das ein lang ersehnter Sieg. Unglaublich, natürlich unglaublich wichtig, das habe ich auch gerade den Jungs nochmal gesagt. Nach wirklich engen Spielen, die dann leider nicht für uns entschieden wurden, glaube ich, war das jetzt auch erstmal wieder ein Spiel, was uns Sicherheit verschafft. Nach den ersten Minuten wurde schnell deutlich, dass Blau-Weiß das Spiel in die Hand genommen hatte. Es dauerte jedoch bis zum dritten Viertel, dass Cedric Nagel endlich für die Berliner traf. Nur 7 Minuten später erhöhte Moritz Kehlitz auf 2:0. Zwar hatte der Berliner SC öfters auch klare Chancen, doch Blau-Weiß ließ sich nicht beirren. Sie verteidigten fleißig, erspielten sich weiter Torchancen und holten sich den Sieg, der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Es war unbedingt wichtig, dass wir heute diese 3 Punkte mitnehmen und ich sag mal so 2:0, jetzt sage ich mal ein knapper Sieg. Aber trotzdem, wir brauchen uns vor keinem verstecken. Nächstes Wochenende geht es für die Herren von Blau-Weiß nach Stuttgart. Und dort möchten sie an ihren Erfolg anknüpfen. Die Damen spielen gegen den Tabellendritten in Mannheim und wollen wieder zeigen, dass sie auch durchaus mit stärkeren Teams mithalten können.